Forschungsreise, weil wir zwei Welten versuchen zu kombinieren. Zum einen die Welt der alten, überlieferten indischen Ragas und zum anderen die intuitive Musik, die wir hier auch regelmäßig praktizieren, üben, spielen, also intuitiv aus dem inneren Empfinden heraus. Und wir erforschen, wo es Verbindungen gibt. Von daher ist es vielleicht auch ganz schön, zwischen den Stücken gar keinen Applaus zu geben, zu hören, sondern diese Reise so mitzuhören, zu verfolgen. Thank you.
Thank you.
meditieren, um sich zu fühlen im Klang. Um einen Schritt weiter zu gehen über diese Grenze von das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Was fühlen Sie? Wie verändert sich Ihr Atem? Wie verändert sich Ihr Puls? Vielleicht tippt ein Finger mit, wenn der Rhythmus losgeht. Vielleicht fühlt sich irgendwann flau im Bauch an oder vielleicht geht Ihnen das Herz auf. Es gibt so viel zu fühlen, so viele Klänge. Und Sie machen das Konzert. Wir sind nur da, um Sie zu inspirieren, um einen Raum zu öffnen. Sie entscheiden, ob Sie nach Hause gehen mit einer großartigen, wertvollen Erfahrung von Fühlen oder ob Sie vielleicht morgen schon wieder alles vergessen haben. Deswegen möchte ich Sie wirklich einladen, lassen Sie los. Versuchen Sie, diese Bewertung, die wir alle haben, die immer als allererstes kommt, kurz vor der Tür zu lassen. Und erlauben Sie sich zu fühlen, was Sie fühlen. Mir ging es ganz genauso. Ich habe auch ganz lange nicht gefühlt, was ich gefühlt habe und meine Gefühle ignoriert. Wir haben so viel zu tun in unserem Alltag, so viele Dinge zu bewältigen. Wann haben wir Zeit, uns mit unseren Emotionen zu befassen? Und der Moment, in dem ich gefühlt habe, war der Moment, als ich jemanden verloren habe, der mir sehr, sehr, sehr wichtig war. Und da ist der Klang gekommen und hat mir seine Hand gegeben, um durch diese Emotionen, durch diesen Schmerz, durch diese Trauer zu gehen. Und in diesem großen Schmerz konnte ich eine Frage beantworten, die ich seit vielen Jahren hatte. Und zwar, wie kann ich verbinden die Welt der Musik, mit der ich aufgewachsen bin, westliche Musik, und die indische Musik, die mich ganz, ganz tief berührt hat, später in meinem Leben. Und einen kleinen Teil aus dieser Antwort haben wir heute mitgebracht. Eine Konversation aus einem Popsong und dann einem indischen Rag. Die beide arbeiten mit der Verarbeitung von Trauer und wie wir hinter der Trauer, hinter dem Schmerz, die ganz, ganz große Liebe finden. Der Grund, warum wir überhaupt traurig sind, ist, dass wir ganz, ganz tief lieben können. Dahin nehmen wir sie jetzt mit. Dass du mir wichtig bist, dass du
Thank you.
I really like to appreciate. I know the cost of the culture and to speak this language and even sing and play this feeling and she is really doing amazing. So I really have respect for this. Yeah, because when I have to learn German language, then I know how. Yes, it's so sweet. Es ist nicht einfach. Spark. Ja, das geht. Okay, ein bisschen. Ja, das war. Mein Deutsch ist nicht so gut. Aber. I have respect for all these things, but. Grammatic in Dutch, also we have Sanskrit. Sanskrit is the language, oldest one, so we have also Indian language. And which has so much, then I remember that the German language, something an influence also there from the Sanskrit, it came some of the part. It was very, but I love it. I like to learn more and more and more, so, but, but when I, one is half gelang, so, 12 tone, include und dann ich denke, diese ist perfekt, ist best. Just come and play. Du meinst Musik? Ja, Musik ist perfekt. Aber we all met only 2 days before. All right? When we met? Friday. And what is it today? Sunday. Friday, Saturday, Sunday, Friday. Okay. In these 3 days, just we speak with the music and we call them. Like we know each other from long time. What do you think? Yeah? Yeah. Good. So, next one is the instrumental part to be generally. So, there is some of the scale. The scale is. Thank you.
Zuhören in Ruhe besonders. Aber auch ganz besonders ist, wenn wir uns Zeit nehmen, um uns auszudrücken. Und wie ich schon gesagt habe, Sie machen heute das Konzert. Und jetzt laden wir Sie ein, nicht nur zu lauschen, sondern auch Ihre Stimme zu benutzen. Sie sehen uns alle hier, wir geben alles, ohne Angst, ob es schön klingt oder nicht schön klingt. Und genau so möchten wir Sie jetzt einladen, singen Sie alles aus sich heraus. Es gibt kein richtig und falsch und schön und nicht schön. Es gibt nur Ihre Stimme und Ihr echtes Sein, heute hier, so wie es heute ist. Wir freuen uns so, so, so sehr jetzt auf Ihre Stimmen. Und wir gehen jetzt wieder zurück in eine Struktur, in einen Rag, der uns hält, der uns unterstützt. Rag Asa, der Rag von ganz großer, positiver Energie. Die Stimmung, ich kann alles schaffen. Egal wie groß das Problem, egal wie groß die Herausforderung, gebt sie mir, diese Berge von Problemen. Ich bin so stark, ich kann sie alle lösen. In diese Stimmung gehen wir jetzt. Und wir alle haben die in uns. Wir alle haben diese Tage gehabt, wo wir uns so gefühlt haben. Und jetzt gehen wir ganz bewusst in dieses Gefühl und singen zusammen das Mantra Ich Om Kare. Bedeutet Einheit. Mein Körper, mein Verstand, meine Seele, wir sind dieses Team, das die Probleme löst, das durch all dieses Chaos, das wir manchmal nicht verstehen, mittendurch läuft zur Lösung. Ich Om Kare. Ich Om Kare. Ich Om Kare. Das sehen wir jetzt gemeinsam. Ein super Tipp, machen Sie gerne die Augen zu. Es gibt nur Sie und den Klang. Tauchen Sie ganz tief ein. Thank you.
reingesteckt hast. Dankeschön. Wir wünschen uns noch eine Zugabe von Ihnen. Wenn Sie möchten, würden wir uns so sehr freuen, wenn Sie noch für uns singen würden. Harre, Harre. H-A-R, H-A-R. Und mit jedem H spüren Sie, wie Ihr Bauchnabel ist. Harre, Harre. Würden Sie das noch für uns singen? Ja, klar. Jetzt stimmen wir uns ein in das Urvertrauen, ganz, ganz, ganz tiefes Vertrauen in die Welt, in das Universum, in Gott. Nichts kann schiefgehen, alles ist da. Und dieses Gefühl, nicht nur wissen, sondern fühlen.